Und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Virgin Adventures. Und heute geht es um diesen wunderschönen Jagdpanzer, die Stuck 3F. Die Stuck 3F ist ein besonderes Schätzchen von mir. Sie hat mir die Liebe und die Begeisterung zu den Jagdpanzerfahrzeugen gebracht in diesem Spiel. Sie ist auch der Grund, warum ich mir den Jagdpanzer Befehlswagen geholt habe, mein Lieblingspanzer. Ich wollte einfach wissen, ob die Jagdpanzer in den höheren BRs auch so viel Spaß machen. Und wie ihr wisst, liebe ich meinen Jagdpanzer und ja, sie machen mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich kann in den nachfolgenden Gefechten euch den Fun und die guten Eigenschaften einer schönen Stuck näher bringen. Ich habe einmal ein Gefecht auf Normandie für euch und auf Korea. Auf Korea kann man gut sehen, dass er auch ziemlich flink sein kann und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich in der Normandie gelandet mit der Stuck 3F und steigen mal bei... ja, am linken Spawn ein. 25 Granaten nehmen wir mit. Von unserer Panzergranate 39. Wir haben eine Durchschlagsleistung von 133 mm auf 100 Meter und das in einem Panzer mit dem BR37. Ziemlich gut. Ist auch die erste Stuck, mit der man richtig gut arbeiten kann. Es war damals die Stuck, die ich richtig gesuchtet habe, sehr oft gefahren bin und der Auslöser, warum ich mir den Jagdpanzer Befehlswagen gekauft habe. Ich wollte einfach wissen, ob die Stuck im ganzen BR-Bereich, wenn es der BR höher geht, immer noch so cool ist. Und wie ihr wisst, ist der Jagdpanzer Befehlswagen mein Lieblingspanzer. Also ja, sie machen mir immer noch jede Menge Spaß. Wir haben natürlich nicht die große Panzerung vorne, haben ziemlich viele gerade Flächen und müssen daher aufpassen, dass wir nicht direkt, also einen direkten Volltreffer von vorne bekommen. Dann sind wir nämlich garantiert ausgeschaltet. Wir haben einen Fahrer. Klar haben wir einen Fahrer, aber der Fahrer sitzt vorne alleine. Das heißt, wir haben vier Crewmitglieder. Drei Crewmitglieder sind in der Mitte unseres Panzers. Und wenn wir einen Schuss von der Seite in die Mitte unseres Fahrzeugs reinbekommen, sind wir garantiert ausgeschaltet durch einen Crew Knockout. Wir haben hier zwei Einstiege, kämpfen gegen die Amerikaner. Oh ne, diesmal sind sie nicht dabei, gegen die Russen und gegen die Briten. Da war was, was ich richtig gesehen habe. Ja. Knocked out, sehr nice. Ich habe nichts gesehen, das war ein Blindschuss. So, kommt der nächste. Da hätte mich der Bug beinahe das Leben gekostet. Sollte bekannt sein, Fernglas-Bug. Ihr solltet am Anfang immer mal auf das Fernglas tippen, damit ihr nicht aus Versehen in einer ganz anderen Richtung guckt, als wie ihr eigentlich hingucken wollt. Ich habe nämlich gerade nach hinten geguckt, anstatt auf mein Ziel. Da kommen mehrere Gegner. Nicht getroffen. Wir haben ihn auch ausgeschaltet. M10 ist down. Das ist gleichzeitig geschossen. Macht nichts. Wir haben noch einen Panzer. Können das nur besser machen. Da war nämlich noch einer. Wir machen jetzt so einen Bogen, steigen wieder links ein mit unserer Stuck 3F. Pingen die den Gegner an. So. Kommen natürlich noch weitere Fahrzeuge. Ihr könnt mir auch mal schreiben, wenn ihr Bock habt, egal welche Nation, auf Lautier-Panzer, Lautier-Mittier-Panzer, so. Ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Hey, Raijin, mach doch mal ein Video von dem Panzer 2H Premium. Ne? Habe ich zum Beispiel auch noch nicht let's played. Und wenn ihr Böcke habt, euch den kaufen wollt, na, warum nicht?
ist ein ziemlich guter Panzer. So, von wo wird unser Kollege beschossen? Von da oben? Das geht natürlich gar nicht. Den flankieren wir. Das ist Spawn-Snipern, was der macht. Der schießt bei uns im Spawn rein. Wir sind zwar nicht direkt im Spawn. Oh. Spawn-Killer oder was? Ah, scheiße, ey. Kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich werde beschossen. Ich muss hier weg. Doch nicht, B wird erobert. So, schön Gas geben. Na, 40 km/h schaffen wir locker. Das ist ziemlich gut für einen Stuck. Ich sehe keinen Spawn-Camper. Aber ein Feindpanzer. Kritischer Treffer. Ein bisschen höher zielen. Geh doch nicht. Geh kaputt, du. Alter. Ja, hat sich gesprengt. Oder ist Munition, keine Ahnung, entzündet. Auf jeden Fall hat er ziemlich lange ausgehalten. Stand auch schön angewinkelt. Heftiger Winkel gewesen. Der gehört von uns. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Sniper hier erwischen. Wenn er nicht schon ausgeschaltet ist. Na? Oh, ich Blödbacke. Oh, wir sind in Korea gelandet mit der Stuk 3F. Steigen direkt mal links ein und gucken, dass wir nach B oder nach A kommen. Ich tendiere eher nach A. Die Stuk 3F ist die erste Stuk in dem Forschungsbaum, die so richtig, richtig, ja, gut ist, sage ich mal. Die haben eine Durchschlagsleistung mit der Standardgranate von 133 mm. Damit kann man natürlich arbeiten. Wir haben eine Füllergranate. Wir haben eine Hechgranate. Wir haben eine, ja, ein Hartkerngeschoss, Panzergranate 40. Kennt jeder. Und natürlich eine HE-Granate, die kein Schwein gebrauchen kann. Außer bei den Schiffen. Zudem haben wir noch eine gute Panzerung. Aber ich muss dazu sagen, ihr wisst es selber, wenn ihr gegen den Stuk 3F oder generell gegen Stuks antritt, man kriegt sie doch ziemlich schnell kaputt. Deswegen immer schön aufpassen, immer aus der Deckung raus agieren, Gegner beobachten. Positioniert euch gut, sucht euch eine schöne Stelle aus. Schießt nicht immer sofort auf den Gegner, wenn ihr ihn seht, ist immer leicht gesagt. Beobachtet ihn, vielleicht zeigt er euch irgendwann mal die Flanke und dann könnt ihr ihn auch mit einer Stuk 3F One-Shot rausnehmen. So, wir biegen hier mal kurz ab.
Aber wir fahren nämlich doch nach A, probieren den Baum nicht mitzunehmen. So, Simulator. Das hier ist übrigens die Stuck, die mir die Panzerjäger näher gebracht haben. Ich habe diese Stuck hier geliebt. Sehr oft gespielt. Und wegen dieser Stuck habe ich mir den Panzerjäger Jagdpanzer Befehlswagen gekauft. Und habe es bis heute nicht bereut. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Gegen wen fahren wir überhaupt? Ist ja auch immer interessant. Oh, gegen die Amerika, Russland und Britannien kommen hier nicht hoch. Auch interessant. Was haben wir da? Nix. So. Na? Hier ist doch bestimmt einer. So, nehmen erstmal ein. Wir haben natürlich zwei Einstiege. Ich hoffe aber doch, dass wir jetzt erstmal hier in Ruhe einnehmen können. Sehr schön. Stellen Sie es erstmal hier hin. Und lauschen einfach mal ein bisschen. In die Natur hinein. Genießen den Kanonendonner der näher rückenden Feindeinheiten. Entspannen. Ja. Ziehen uns die Ruhe rein. Aber da das zu langweilig wird, greifen wir mal lieber an. Ich denke mal, wenn wir jetzt vorpreschen, gehen wir drauf. Müssen hier ein bisschen... Also bei C sind ja auf jeden Fall Gegner, ne? So, wir müssen nur gucken. Hinter uns. Oh, das kommt immer näher, der Gefechtslärm. Das Gefechtslärm? Jo! Da hat der Raijin wohl nicht in der Grundschule aufgepasst, wa? So. Oh, da hat... Na, das ist ärgerlich. Das sollte man wissen, was eine BF-109 ist. Ich mag auch die Stuck 3F, weil die so schön geländegängig ist. Das ist einer von uns. Stuck 42. Hallo, Kollege. Oh, Kollege. Ich sehe gar nichts. So, wo ist denn hier was? Ich fahre hier einfach rum wie so ein Bescheuerter. Ah, wird gekappt. Das ist nicht nett. Mein Cap wird erobert.
Ey, wir reißen hier gar nichts. Schon aufgefallen? Dam, da. Wieder eine A. So, wir machen jetzt aber gleich das, was ich mit einem Panzerjäger am liebsten mache. Panzerjagen! Da steht die Stuck 42. Lebt sie noch? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Doch, sie lebt noch. Er lebt noch. So. Sturmangriff. Der gehört uns. Oh, Sturmangriff ist am Baum hängen geblieben. Hat sich dabei mit in den Boden gerammt. Wir dürften jetzt eigentlich mal langsam sterben, ne? Da sind ja eigentlich noch genug Gegner drin. Ja. Der Gegner ist schon wieder bei A. Und bei C. Da steht er. Crew knock it out, sehr nice, da steht noch einer. Ne, der ist von uns. Panzer 2H. Warum hat der den schon ausgenockt? Hat er sich so sehr an den Rang geschlichen? Süß. So. Und dann fahren wir nach A. Wieder mal. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen.
Du nur ein bisschen aufpassen, sonst kann er in den Popo schießen. Das kann sehr gut passieren. Da oben. Ne, ist unser Kollege. Unser süßer kleiner Panzer 2H. Den habe ich übrigens auch und würde ich gerne mal für euch let's playen. Mache ich auch in naher Zukunft. Na, aber das schaffen wir nicht mehr. Die Gegner sind gleich. Haben verloren. Nur ein Kill gemacht, aber ich glaube, drei Zonen eingenommen. Zwei Zonen nur? Okay. Ah ja, ich bin bei der zweiten Mal bei A etwas zu spät gekommen. Naja, trotzdem nicht schlecht. Mit der Stock 3F im Simulator-Modus. Ich hoffe, ich konnte sie euch ein bisschen näher bringen. Mir gefällt sie sehr gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen, wenn ihr denn wollt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.